Ja, danke. Heidi, ja, freut mich, dass ich Ihnen mein Lieblingsthema vorstellen konnte und kann. Und das war natürlich jetzt ein super Steilpass, die fehlende Lüftungsanlage, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt im Bereich des gesunden Bauens, Gesundheit, Behaglichkeit. Ich hätte gerne den vorletzten Vortrag auch persönlich gehört. Ich habe es hier drin einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste rausgehen. Das zeigt, wie wichtig das ist. Und es gibt auch zunehmend Studien. Es gibt jetzt gerade eine große Studie von Drees und Sommer. Die haben haben einen Kalkulator entwickelt, einen Sanierungskalkulator, der einem zeigt, wie renditetauglich das Thema Innenraumhygiene und Gesundheit am Arbeitsplatz ist. Die rechnen einem direkt die Payback-Return aus, die rechnen einem ganz genau aus, wie viel Geld kriege ich raus, wenn ich die Immobilie vorher über ein paar Schieberegler, ist ganz toll gemacht, geben Sie mal ein in Google Sanierungskalkulator Drees und Sommer, ganz tolles Werkzeug, dreiseitig, und Sie sehen, gesundes Bauen ist ein ganz knallhartes wirtschaftliches Argument. Ein paar kennen mich schon, ein paar kennen mich noch nicht. Ich fange trotzdem noch mal ganz kurz bei mir an. Ich, Peter Bachmann, Geschäftsführer und Gründer des Sentinel House Instituts, beschäftige mich jetzt schon seit 25 Jahren mit dem gesunden Bauen und Wohnen, reagiere selbst relativ stark auf verschiedene Innenraumschadstoffe, bin selbst Asthmatiker. Mein Onkel war der leitende Staatsanwalt im Frankfurter Holzschutzmittelprozess, Xylla Decor. Bin damit sozusagen sozialisiert worden mit Schadstoffen im Innenraum. Sentinel heiße ich, weil meine Frau mich immer Sentinel genannt hat. Warum? Weil ich einfach Sachen wahrnehme, schon einen ganzen Augenblick vielleicht, bevor es der eine oder andere wahrnimmt, was einfach gesundheitliche Qualität betrifft. Wenn ich zum Beispiel auf eine öffentliche Toilette gehe und werde von so einem Ding angespuckt, ungefragt, wo Parfüm rauskommt, das macht dann meek und dann spritzt das Parfüm auf mich drauf. Das ist für mich als Asthmatiker gar nicht so richtig toll. Das ist im Übrigen auch für viele andere Menschen nicht toll, nur die führen das nicht direkt darauf zurück, dass dieses Parfüm, mit was ich ungefragt angespuckt werde, dass das allergieauslösend ist, dass das asthmaauslösend ist, dass das gesundheitsschädlich ist. Meine Mission ist, habe da auch wunderbare Mitstreiter inzwischen dafür gefunden, dass Innenräume gesund sind oder gesünder werden, gesund muss man vorsichtig sein, gesünder sind, dass sie behaglich sind und dass Menschen sich zu Hause wohlfühlen, gesund bleiben und dass wir uns einfach sicher fühlen können. Und man muss tatsächlich feststellen, also allein wenn man den Holzschutzmittelprozess anschaut, das Produkt Xylla Decor, wo auch rechtskräftig verurteilt wurde, da steht wieder im Regal und da ist ein Bäpperle drauf, da steht drauf der Klassiker. Und wenn Sie das heute mit einem Humantoxikologen anschauen, ich habe das mit dem Professor Dr. Merz Sundermann angeschaut von der Uni Freiburg, der sagt, das ist jetzt mindestens genauso giftig wie das, was früher rechtskräftig verurteilt wurde. Es sind nur andere Substanzen drin. Und wenn wir Marktforschung machen, dann stellen wir recht regelmäßig fest, dass wenn der Kunde gefragt wird, dass er denkt, ja, aber wir leben doch in Deutschland, hier ist doch alles sicher. Also wenn ich in Deutschland ein Produkt aus dem Regal nehme, dann muss das doch sicher sein. Ist doch alles genormt. Also wenn irgendwo was sicher ist, dann in Deutschland. Ich möchte Ihnen gerne in meinem Vortrag mehr ist in einer halben Stunde nicht möglich. Ich möchte Ihnen das Thema, mehr kann man nicht machen, touchieren. Ich möchte Sie ein bisschen kritisch machen. Weil wir sind neben dem professionellen Leben, sind wir auch alles Konsumenten. Und was Gesundheit ist ein Megatrend. Die Wellnessindustrie hat das schon längst durch. Die Deutschen geben im Jahr, ich glaube, 8 Milliarden Euro für Nahrungsmittelergänzungen aus, die in der Regel nichts bringen, aber trotzdem geben wir 8 Milliarden Euro dafür aus. Das zeigt ja, was uns Gesundheit wert ist. Wenn wir eine Erkältung haben, da weiß jedes Kind, das dauert 8 bis 10 Tage, egal was ich mache. Trotzdem rennen wir in die Apotheke und geben sofort durchschnittlich 25 Euro aus, dass wir uns trotzdem irgendwie Linderung verschaffen. Das zeigt, solange wir gesund sind, reden wir immer vom Geld und von der Zeit. Just nehmen, wenn die Nase juckt, stellen wir fest, Gesundheit ist das Wertvollste, was wir haben. Und
Was mir das Allerwichtigste ist, und da möchte ich Sie dafür gewinnen, ich möchte Sie dafür gewinnen, dass Sie kritisch werden. Weil was passiert jetzt? Wir in der Baubranche, und ich selbst bin ja auch, ich habe mal Handwerker gelernt und ich komme so richtig, mein Zuhause, wir hatten ein mittelständisches Bauunternehmen mit 150 Mitarbeitern zu Hause. Ich bin als kleiner Bub auf dem Frankfurter Flughafen rumgelaufen und habe mein erstes Erlebnis mit Baustoffen war, dass ich als Fünfjähriger, kann ich mich heute noch dran erinnern, da hatten wir eine Sanierungsbaustelle, da lag bei uns auf dem Hof im Sommer, ich hatte T-Shirt und kurze Hosen an, lag so ein großer Haufen toller, kuscheliger, weißer Wolle. Da bin ich mit Anlauf reingehüpft und habe gedacht, das wird richtig schön. Ich erinnere mich heute noch daran, das Duschen danach war gar nicht so richtig schön und das hat mehrere Tage richtig schlimm wehgetan. Also Sie sehen, es gab mehrere Prägungen und irgendwann war halt das Fass voll und dann habe ich gesagt, ich gründe das Sentinel-Haus-Institut und wir beschäftigen uns jetzt mit Gesundheit in Lebensräumen und mit Gesundheit von Baustoffen. Was passiert jetzt? Der Megatrend kommt jetzt in die Bauwirtschaft. Und was passiert jetzt? Jetzt schreibt jeder auf seine Produkte, auf seine Dienstleistungen drauf, ich bin gesund. Das ist prima. Aber was meint er denn damit? Und wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Es geht nicht nur um Innenraumhygiene, es geht auch um Sprachhygiene. Was bedeutet denn gesund? Ein großer Sandalenhersteller hat in Koblenz gerade vom OLG Koblenz eine schallende Ohrfeige bekommen, weil er gesagt hat, seine Sandalen sind gesund. Das geht nicht. Gesund bedeutet heilend. Und kein Baustoff ist heilend. Punkt aus. Was ist biologisch? Ist ein biologischer Baustoff gleich ein gesunder Baustoff? Ja, wunderbar, genau. Die Natur produziert die intelligentesten Gifte, ein Schlangengift, hochintelligent. Ökologisch, was ist ökologisch? Nachhaltig. Die Deutschen Bank-Zwillingstürme, die sind mit den besten Nachhaltigkeitszertifikaten weltweit zertifiziert. LEED, PREEAM, alles. Wenn die umfallen, wird da bestimmt nicht Erde draus. Das wäre mein Verständnis von Nachhaltigkeit, weil der Knollenblätterpilz, wenn der umfällt, wird Erde draus. Das ist Nachhaltigkeit. Und der Professor Braungart, der redet immer von den Ameisen. Die Ameisen haben das Achtfache an Biomasse wie wir Menschen weltweit. Gucken Sie sich mal den Müll an, den die Ameisen so produzieren. Ich finde, die können sich sehen lassen im Vergleich zu uns. Das heißt also, was meinen wir denn dann damit? Und vor allen Dingen, was meinen wir auch mit Gesundheit? Es gibt momentan einen Hausanbieter, der wirbt damit, dass seine Häuser wohnmedizinisch empfohlen sind. Klingt super, oder? Das macht er jetzt gerade eine große Anzeige im Editorial, im Spiegel, direkt neben dem Vorwort, wirbt er unten großes Bäpperle daneben, wohnmedizinisch empfohlen. Super. Wenn Sie dann mal gucken bei wohnmedizinisch empfohlen, finden Sie, das ist ein Chefredakteur, der gibt eine Zeitung raus, der ist die Kriterienkommission und der ist auch der Prüfungsausschuss. Und Kriterien finden Sie nicht und in der Satzung steht drin, das Zeichen darf nur benutzt werden, nachdem die Rechnung bezahlt wurde. Also dann wird relativ schnell klar, was hier die Motivation ist, die hier der treibende Motor ist. Das heißt, also wenn jemand von Gesundheit spricht, fragen Sie nach den Kriterien. Wo stehen die Kriterien? Welche Kriterien? Wer hat gemessen? Wann hat gemessen? Übernimmt derjenige, der sagt, dass das ist, übernimmt er eine Haftung für das, was er sagt? Wir haben in Regensburg, eine Turnhalle, die wurde neu gebaut, 4 Millionen Euro Neubausumme. Die Schülerinnen und Schüler wurden mit einer Formaldehydvergiftung aus der Turnhalle abgeholt. Warum? Weil die Deckenschallschutzelemente eines deutschen Markenherstellers so viel Formaldehyd abgegeben haben, dass die Schülerinnen und Schüler Vergiftungserscheinungen gehabt haben. Jetzt raten Sie mal, wer in die Haftung genommen wurde. Der Architekt, ja, gut. Der auch. 800.000 Euro ist übrigens die Schadenssumme. Wer noch? Der Bauunternehmer. Genau. Die zwei hat man jetzt mal in die Haftung genommen. Warum redet niemand von dem Inverkehrbringer? Ich kann Ihnen sagen, der Inverkehrbringer, der hat 3.000 festangestellte Juristen. Mit dem legt man sich nicht so gerne an. Vermutlich. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Das heißt also, hier ist ein Bedarf.
Und vor allen Dingen, es geht um Haftung. Und jetzt zitiere ich unseren Juristen: Gesundheit, das ist die spaßbefreite Zone. Das ist nicht der Bereich, wo man jetzt mal lustig ein bisschen Marketing mitmachen kann. Also, wo kommt das Thema her? Früher waren die Gebäude schön undicht, ne? Dann haben wir verstanden, wir machen sie dicht und wir dämmen sie, was ich total sinnvoll finde, weil dann zieht es nicht mehr und ich spare Energie und ich fühle mich auch viel wohler und ich habe bestimmte Schimmelprobleme und so weiter nicht. Aber was ich viel besser finde, wenn ich so mache, dass es luftdicht ist, dass es intelligent gelüftet ist und dass ich mit Materialien arbeite, deren Schadstoffemissionen ich kenne und einschätzen kann. Ob das gut geht? Naja, gucken wir mal. Das ist meine Lüftungsanlage hier vorne. Also das ist letztlich die Situation, die wir inzwischen haben. Wir haben die Situation, dass wir momentan hier sind und wir müssen hier hin. Und das Umweltbundesamt, das ist die oberste Behörde, die sich mit diesem Thema in Deutschland beschäftigt. Die bringt inzwischen ganz tolle Publikationen raus. Umwelt- und gesundheitsverträgliche Baustoffe und Bauprodukte, Ratgeber für Architekten und Bauherren. Das ist alles von ihren Steuergeldern bezahlt. Ich würde Ihnen empfehlen, da auch mal reinzuschauen. Die WHO hat letztes Jahr veröffentlicht, in der westlichen Welt geht man von 7 Millionen Toten durch Luftschadstoffe aus, 3,5 Millionen durch Innenraumschadstoffe. Der VDI hat letztes Jahr seine Agenda rausgebracht. In dieser Agenda steht, dass das wichtigste Forschungsobjekt des VDIs wird im Bereich Forschung Innenraumhygiene identifiziert. Es werden jetzt momentan massiv Forschungsgelder bereitgestellt, auch vom Bundesbau, vom Bundesumweltministerium, um das Thema Innenraumhygiene noch besser planbar und belastbar zu machen. Auch im Vorwort von dieser VDI-Agenda steht das drin mit den 3,5 Millionen Toten durch Innenraumschadstoffe. Allergien nehmen ständig weiter zu. Man hört inzwischen fast keine Familie mehr, wo es keinen Allergiker gibt. Auch hier spielt die Innenraumhygiene eine große Rolle. Im Übrigen, wenn Sie meinen Vortrag bekommen, das ist immer auch aktiv. Also das sind aktive Links, wenn Sie im Internet fähig sind, dann kommen Sie direkt auch auf diese VDI-Agenda drauf, kommen hier auch auf diese Studie von der Helmholtz-Forschungsgesellschaft drauf. Es gibt auch eine weitere Studie, die hat die Helmholtz-Forschungsgesellschaft seit 2001 gemacht. Die wurde mit jungen Müttern gemacht. Dabei wurde festgestellt, wenn die Mutter in einen Neubau oder eine Sanierung zieht, hat das Kind danach ein 10-fach erhöhtes Allergierisiko. Und wenn das Kind in den ersten 3 Lebensjahren in einen Neubau oder eine Sanierung zieht, hat es ein 8-fach erhöhtes Allergie- und Bronchial-Asthma-Erkrankungsrisiko durch die Emissionen moderner Baustoffe. Ganz neue Studie von der Helmholtz-Forschungsgesellschaft. Man geht in Deutschland alleine von 20.000 Fällen von diesen pfeifenden Atmung, Giemen bei Kleinkindern aus. Das wird direkt auf die Auswahl falscher Fußbodenbelege zurückgeführt. Auch hier tatsächlich Fußbodenbelege, wo teilweise Werbung damit gemacht wird, was sie alles wie gesund und sonst irgendwie sie sind, aber letztlich keine belastbaren und glaubwürdigen Prüfzeugnisse liefern. Und dann passiert auch gerne mal sowas, das ist ein ganz aktuelles, wo es mal schiefgegangen ist. Blöd, wenn im Adidas Outlet in Herzogenaurach direkt an der Zentrale von Adidas die Fußbodenarbeiten durchgeführt werden und die Feuerwehr und der Notarzt die ganzen Menschen da rausholen muss, weil sie durch das, also da wurde während der Nutzung wurde der Fußboden saniert und es ist blöd, wenn dann der Notarzt kommen muss und das dann in Nürnberger Zeitung ganzseitig Adidas ist so richtig schön schiefgegangen und man hat natürlich auch noch ein bisschen mehr Freude dran, wenn es so einen richtig großen trifft, wie in dem Fall Adidas. Das ist dann richtig blöd für den Architekten, für den Bauherrn, letztlich für alle Beteiligten, auch für den Handwerker. Das ist das Waterloo, was einem passieren kann. Und da sind zum Beispiel die falschen Systeme miteinander in Kontakt gekommen. Wir haben eben darüber diskutiert, auch in der Podiumsrunde. Da wurden 2 Systeme miteinander gemischt, die nicht zusammengehören. Und da passiert richtig oft richtig viel. Also hier möchte ich Ihnen schon die Empfehlung, bleiben Sie bitte immer im System.
gerade im Bereich Wandbeschichtung, Bodenkleber, Sanden, der Estrich. Bitte sagen Sie den Handwerkern oder sagen Sie sich selbst nicht, ach guck mal, ich habe da noch was von Uzin und das mische ich jetzt mal mit PCI. Die können beide gut sein. Gemischt, das prognostiziert Ihnen kein Chemiker, was dabei rauskommt, wenn die miteinander gemischt werden. Also hier ein ganz wichtiges Thema, dass man immer im System bleibt, damit man wenigstens bei dem Hersteller eine Haftungsmöglichkeit hat. Wir reden oft von den sogenannten TVOCs, das sind Total Volatile Organic Compounds, das ist die Summe der flüchtigen organischen Bestandteile. Das ist das, was dann im Haus gemessen wird. Das heißt, es gibt ja zwei Bereiche. Zuerst mal gibt es die Baustoffe, Bauprodukte, Systeme. Und das, was mich am meisten interessiert, was uns als Sentinel-Haus-Institut am meisten interessiert, wie sieht es denn am Schluss im Haus aus? Nach der Modernisierung, nach der Sanierung, nach der Reinigung, nach dem Neubau, das ist das, was uns interessiert. Das heißt, hier machen wir als Sentinel-Haus-Institut, wir haben jetzt gerade mit einem großen Fertighausunternehmen weltweit die größte Studie gemacht, da wurden 650 Häuser in Serie jedes Haus gemessen. Jedes Haus wird auf Schadstoffe, auf Lösemittel und auf Formaldehyd gemessen. Und hochinteressant an dieser Studie, das Bundesumweltamt und das Bundesbauministerium schalten sich jetzt gerade mit Forschungsgeldern in dieses Projekt auch mit ein. Wenn der Kunde Eigenleistung macht, 90% der Häuser fallen nach Kriterien der obersten Gesundheitsbehörden durch. Wenn der Kunde Eigenleistung macht, ist der Schaden für Schadstoffe nahezu sicher. Wir haben ein Projekt, da sind die Lösemittelwerte durch die Decke gegangen. Da habe ich gesagt zu meiner Technik, da will ich genau wissen, was denn da passiert. Wissen Sie, was da passiert ist? Da hat der Schwiegervater, der mitfinanziert hat, der Malermeister ist, gesagt, die Kinderzimmer meiner Enkel streiche ich selbst. Der hat die mit so viel Liebe gestrichen, aber er hat sie mit den falschen Produkten gestrichen. Und da waren Schadstoffemissionen drin, wo das Umweltbundesamt sagt, dieser Raum ist Nutzung unterlassen, dieser Raum ist sofort zu sanieren. Solche Schadstoffkonzentrationen hatten wir in diesem Innenraum drin nach der Verarbeitung dieser Produkte. Und wie, Sie können sich vorstellen, wie schlimm das dann ist für die Kinder, für die Eltern und für den Schwiegervater, der mit Liebe die Kinderzimmer gestrichen hat. Hier geht es darum, dass das Umweltbundesamt sagt, ein Gebäude, keine Angst, ich gehe jetzt nicht mit Ihnen in die Chemie, kleiner 300 Mikrogramm, Lösemittel ist unbedenklich, das ist super. Im Neubau, Sanierung akzeptieren wir 1.000 bis 3.000, über 3.000 hört der Spaß auf. Und das kann ich Ihnen auch mitgeben als Planer, als Bauunternehmer, als Handwerker. Das ist auch, wenn Sie ein Projekt haben, was über 3.000 geht und das kommt vor Gericht und wir haben hier momentan keine gesetzlichen Werte, dann kann ich Ihnen prognostizieren, derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass es über 3.000 ist, der ist in der Haftung. Weil was macht das Gericht, wenn es keine gesetzlichen Werte gibt? Das sagt, naja, es gibt das Umweltbundesamt, das ist die oberste Behörde, wenn die das empfiehlt, die haben sich ja dabei was gedacht, dann nehmen wir doch die Werte. Das heißt also, hier entsteht ein Richterrecht. Und ich kann Ihnen allen sagen, das ist das Unangenehmste, was es für uns alle gibt, wenn wir vor Gericht dann so etwas ausstreiten müssen mit solchen Werten. Ich hatte versprochen, wir gehen nicht in die Chemie, es ist jetzt auch gleich schon vorbei. Es gibt dann sogenannte Richtwerte noch, die sind gerichtsfest, wo es dann Einzelstoffe gibt, den sogenannten Richtwert 1. Wenn ein öffentliches Gebäude, eine Kita, ein öffentliches Gebäude, ein Richtwert 1 überschritten ist für einen Schadstoff, dann sagen die obersten Landesgesundheitsbehörden, dieses Gebäude ist unter Beobachtung zu stellen. Wenn der Richtwert 2 überschritten ist, ist das Gebäude, wir hatten eine Kita in Solingen, die wurde am selben Tag vom Landesgesundheitsamt geschlossen. Und das lag da an einer Fußbodenoberflächenbehandlung, wo der Handwerker sich nicht die Zeit genommen hat, Hirnholzparkett, Dankeschön. Nicht sauber abgespachtelt, das war dann schlecht getrocknet und so hat es zu einem Problem geführt. Es gibt Empfehlungswerte, es gibt Richtwerte. Wie gesagt, das Schlimmste, was es gibt, ist, dass man es vor Gericht ausstreiten muss zu den Lösemitteln und aber auch
zum Formaldehyd im Innenraum. Was löst es aus? Unwohlsein, körperliche Symptome, Beeinflussung des Leistungsvermögens, Schwächen, Irritation des Immunsystems, Asthma, das sind so die typischen Sachen, die hier passieren. Es ist so, dass es auch inzwischen Studien gibt, die zeigen, dass auch hier ist es so, dass man geht davon aus, 80 Millionen Europäer leben in ungesunden Gebäuden. Ein ungesundes Gebäude verdoppelt das Risiko von Asthma und ein Drittel der europäischen Haushalte haben Asthma. Das ist eine Studie, wo inzwischen 65.000 Menschen in Europa untersucht worden sind. Und jetzt, Heidi, wo ist sie? Weglaufen. Sie hat es angesprochen, jetzt ist tatsächlich was passiert. Wer weiß denn, was da passiert ist letztes Jahr mit dem DIBT, mit dem Deutschen Institut für Bautechnik? Wollen Sie es wissen? Jetzt sind Sie selber schuld. Ich erzähle Ihnen einen Geniestreich von einer genialen Lobbyarbeit. Wir haben in Deutschland, haben wir uns das DIBT geleistet, Deutsches Institut für Bautechnik, das kann Ihnen dann bestimmt auch der Herr Förster und der Herr Goldau, die können Ihnen da dann auch nochmal Vorträge darüber halten, was man beim DIBT im Rahmen der baurechtlichen Zulassung alles so machen muss. Ich möchte mich jetzt gerne nur auf die gesundheitliche Sicherheit fokussieren. Das Deutsche Institut für Bautechnik hat vor 12 Jahren angefangen, in Deutschland anhand einer Risikopotenzialanalyse Baustoffe, die zugelassen werden in Deutschland, mussten in bestimmten Bereichen Fußbodenbelege, Wandbelege, Kleber, mussten im Rahmen der baurechtlichen Zulassung ihre gesundheitliche Eignung beweisen. Das war für uns, damit waren wir noch nicht so richtig zufrieden, aber das war wenigstens mal ein Basisschutz. Da wurden diese Baustoffe tatsächlich in einer Prüfkammer auf gesundheitliche Eignung überprüft. Jetzt gab es 2 große Herstellerindustrien in Deutschland, tatsächlich aus Deutschland. Die haben da ein echtes Problem damit. Die haben sich mit Händen und Füßen gegen diese gesundheitliche Prüfung gewehrt. Und irgendwann sind die auf die Idee gekommen, die haben gesagt, das, was Deutschland da macht, das ist eine Behinderung des freien Warenverkehrs. Und die sind zur Europäischen Kommission gegangen und haben bei der Europäischen Kommission gesagt, Deutschland macht da was, das behindert den freien Warenverkehr in Europa. Und die Europäische Kommission hat sofort gefressen. Die Europäische Kommission hat die Bundesrepublik Deutschland verklagt vom EuGH und hat im Jahr 2014 Recht bekommen, also die Europäische Kommission hat Recht bekommen, dass das eine Behinderung des Warenverkehrs ist. Die Bundesrepublik Deutschland hat damit verboten bekommen, Produkte in Deutschland auf gesundheitliche Qualität zu überprüfen. Oktober 2014. Die Bundesrepublik Deutschland hat eine 2-jährige Übergangsfrist bekommen. Bis zum Oktober 2016. Ich muss gestehen, ich habe nicht daran geglaubt, dass das rechtswirksam wird. Auch viele Experten haben da nicht daran geglaubt. Am 15.10. letzten Jahres hat die gesamte bauchemische Industrie am Tag des Rechtskräftigwerden des Urteils ihre ganzen PÜT-Stellen, ihre Prüf- und Zertifizierungsstellen abgeschlossen. Die sind an dem Tag, haben die gesagt, gibt's nicht mehr. Das heißt, seit dem 15.10. letzten Jahres werden in Deutschland die Bauprodukte nicht mehr auf gesundheitliche Qualität überprüft. Sie dürfen es noch nicht mal mehr. Nein, das müssen Sie selbst rauskriegen, weil diese Industrien, die sind so groß, wenn die ausholen, dann ist von meinem Institut in Freiburg nichts mehr übrig. Ich habe daraus aus den 1500 Seiten ein 14-seitiges Hintergrundpapier gemacht für den Schnellleser und wir haben inzwischen sogar einen 90 Sekunden langen Film, 90 Sekunden, mein Marketing hat gesagt, der hat sie doch nicht alle, liest 1500 Seiten, will, dass wir jetzt 90 Sekunden Film daraus machen. Wer das haben will, kann mir gerne seine Visitenkarte geben, der kriegt danach dieses Hintergrundpapier zugeschickt. Was ist jetzt passiert?
Dann hat die Bundesbauministerkonferenz zusammengesessen, hat gesagt, auf gar keinen Fall lassen wir uns in Deutschland den Gesundheitsschutz wegnehmen. Produktebene ist europäisch, können wir nichts ändern. Was haben die Bauminister gemacht? Bauen ist nationales Recht, beziehungsweise sogar Länderrecht. Das heißt, die Musterbauordnung wurde novelliert. Es gibt jetzt eine VVTO, Anlage ABG. Die reguliert jetzt, und jetzt raten Sie, wer ist ab jetzt haftbar für die gesundheitliche Qualität der Produkte im Gebäude, wenn neu gebaut wird? Der Bauherr und der Architekt. Ist jetzt voll in der Haftung für die gesundheitliche Qualität und der Produkte in dem Gebäude. Und der Herr Heide, das ist der Geschäftsführer des Zentralverbands des deutschen Baugewerbes, er spricht von einer kafkaesken Situation. Und es ist kafkaesk, weil der Architekt muss jetzt nachweisen, dass die Produkte gesundheitlich geeignet sind und die Hersteller müssen gleichzeitig ihre Produkte nicht mehr prüfen lassen. Das ist doch lustig, oder? Sehr lustig. Ich habe Sie gefragt, Sie wollten es wissen. Aber man kann sich relativ leicht schützen. Große Kommunen wie Köln, München, die haben inzwischen alle Expertenkommissionen und sind jetzt gerade dabei, einfach im Ausschreibungs- und Vergaberecht, das ist auch das, wo wir jetzt sehr stark hinschauen. Wir machen jetzt auch gerade Interviews, ich mache da auch mit Kapellmann und Partner, haben wir gerade ein Rechtsgutachten gemacht. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Es gibt Lösungen, man kann das Thema relativ leicht lösen, wenn man bestimmte Kriterien berücksichtigt, wo man richtige Baustoffe auswählt und in dem Vertragsrecht, in der Ausschreibung und in der Vergabe ein paar Aspekte sehr konkret berücksichtigt. Und, wie ich eingangs gesagt habe, sich nicht durch das Marketing von irgendwelchen Herstellern, die irgendwas mal irgendwo draufschreiben, in die Irre führen lässt. Das ist ein lustiges Thema, der blaue Engel. Da gibt es gute und schlechte Sachen. Das Problem ist aus meiner Sicht, es gibt sehr gute Sachen vom Blauen Engel. Aber es gibt unterschiedliche Blaue Engel, wussten Sie das? Es gibt einen Blauen Engel, weil recycelbar. Der sieht aber genauso aus, der steht nur unten drunter ganz klein. Und der andere schützt Mensch und Gesundheit und der andere weil emissionsarm. Das heißt, ein Blauer Engel kann möglicherweise auch für eine andere Eigenschaft des Produktes stehen, als die, die ich denke. Deswegen machen wir als Sentinel-Haus-Institut, was machen wir eigentlich? Wir beraten vor allen Dingen Architekturbüros, Bauwirtschaft, große Investoren. Wie kann man die Guten ins Töpfchen, Produkte, die Schlechten ins Kröpfchen und wie macht man dann im Bauplanungsprozess, wie schaltet man das sicher? Und wir haben mit diesem Fertighausunternehmen, von dem ich gesagt habe, das hat der Inhaber auf einer Pressekonferenz gesagt, wir haben bei einer, und das ist einer der Branche, also das ist der Branchenprimus, von dem ich hier rede. Der hat mit einer Fehlquote von 70% angefangen, wenn man die Kriterien des Umweltbundesamtes und der hat 70.000 Produkte in seinem SAP. 1.700 sind relevant für die Innenraumhygiene. 17 Produkte mussten wir ändern. Und wir haben einige Bauprozesse geändert, wie das Silikon an der richtigen Stelle, die Fenster mit den richtigen Reinigungsmitteln und so weiter ändern. Und wir sind jetzt im einstelligen Bereich, was die Fehlquote betrifft. Also man kann, und der sagt, preislich hat sich an seinem Haus nichts geändert. Ja, also es ist bezahlbar, es ist planbar und es ist praxistauglich, wenn man Gesundheit macht. Ja, jetzt kommt mein Zeitplan, bitte, unbedingt. Ja, ja. Naja, deswegen, ich habe ja ein paar Gründe gehabt, wieso ich mich mit dem TÜV Rheinland zusammengetan habe. Der TÜV Rheinland hat das größte Prüflabor, also ist ein Weltmarktführer auch im Bereich Möbelprüfung und so weiter, die TÜV Rheinland LGA Products. Und es gibt ja ein paar gute Hersteller, Sie kennen Fermacell, oder? Genau, Fermacell lässt sich vom Eco-Institut prüfen. Sie kennen Roto, oder? Roto lässt sich auch prüfen, hat jetzt sich, Sie kennen Proklima, oder? Proklima lässt sich auch prüfen. Das heißt, also, es gibt Hersteller, die jetzt freiwillig, und das wird in Zukunft eine ganz neue Bedeutung bekommen, dass es eine freiwillige Prüfung braucht und es gibt gute Zertifikate, wie zum Beispiel vom Eco-Institut, vom TÜV, von Nature Plus. Nature Plus ist ein Top-Zertifikat,
wo ich dann Sicherheit bekomme. Und ansonsten machen wir als Sentinel House Institut, wir haben die größte Datenbank mit emissionsgeprüften Produkten in Europa, wo wir dann auch diese Produkte zusammensammeln. Das heißt, dieser Branchenprimus, von dem ich eben gesprochen habe, da können die Bauleiter über ihr Smartphone, egal wo die in Deutschland unterwegs sind, sogar inzwischen schauen, wenn das Silikon aus dem Magazin ausgeht, welches alternative Silikon kann ich denn jetzt wo kaufen? Also das heißt, hier geht es ganz klar auch um die Praxistauglichkeit. Frage beantwortet? Gerne. Das können Sie alles in Ruhe durchlesen, da gehe ich jetzt mal durch. Der Professor Dr. Müller von der RWTH Aachen, der sagt, es ist davon auszugehen, dass jede Woche in Deutschland mindestens ein öffentliches Gebäude direkt nach Neubau oder Sanierung wegen Schadstoffen geschlossen wird oder zu schließen wäre. Klassische Auslegungsverfahren sowie energetische Nachweisverfahren berücksichtigen nicht den Einfluss von Verunreinigungsquellen. Energieeffiziente Gebäude können nur mit emissions- und geruchsarmen Produkten erstellt werden. Es gibt auch Studien, die zeigen, das ist nochmal, das wurde in der Schweiz gemacht, ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Wie gesagt, 300 Mikrogramm wünscht man sich im Gebäude, maximal 3000. Und das sind dann jetzt Gebäude, die gemessen worden sind. Und hier in dieser Studie, sehr spannend, hat man nochmal den Einfluss der Lüftungsanlage angeschaut. Lüftungsanlage aus, Lüftungsanlage ein. Also 9444, wirklich nicht gut. Geht runter auf 5700, tröstet noch nicht so richtig, wenn man weiß, man möchte gerne auf 300 kommen. Aber gucken Sie mal, was hier passiert. Lüftungsanlage aus, ein. Aus, ein. Das heißt, eine Lüftungsanlage kann, was macht die? 50% der Gebäude werden durch das Anschalten der Lüftungsanlage in der chemischen Raumluftqualität schlechter. Jetzt hat der Bachmann eben gesagt, ist er schizophren? Jetzt hat er eben gesagt, er will eine Lüftungsanlage. Jetzt sagt er, die chemische Raumluftqualität wird schlechter. Woran liegt das? Die trocknet mir die Bauteile schneller. Das heißt, ich habe eine kurz ansteigende Kurve, aber dann einen deutlich beschleunigten Abfall der Schadstoffsituation im Gebäude. Was mache ich? Ich nehme die richtigen Produkte und habt eine Lüftungsanlage drin. Und wir haben jetzt gerade ein Forschungsprojekt gemacht. Wir haben im Rahmen dieser Forschung auch festgestellt, schade, dass ich die Folie noch nicht dabei habe, weil es gibt ein gemeinschaftliches Produkt mit ProClima, was wir gemeinsam entwickelt haben. Wenn man während der Bauphase, ob Renovierung oder Neubau, haben wir extra einen Fensterlüfter entwickelt, wo man während der Bauphase lüftet, weil wir haben festgestellt, dass dann die Schadstoffe direkt in der Bauphase rausgetragen werden und die Lüftungsanlage nicht kontaminiert wird mit Stäuben oder dergleichen. Und damit haben wir eine immense Verbesserung der Schadstoffsituation. Jeder, der schon mal so ein Wincon, das geht so in Richtung, Wincon heißt das Ding, das geht so in diese Richtung. Also wir sind, man kann an verschiedenen Stellschrauben drehen, um da die Schadstoffsituation zu verbessern. Das ist ein kleiner Einblick in diese Studie mit diesem Fertighausunternehmen. Und jetzt sehen Sie, was es bringt, wenn ein Unternehmen hingeht und sagt, ich habe ein Haus messen lassen und dann im Marketing so tut, alle meine Häuser sind gesund. Wir wollen bei unter 1000 oder unter 300 sein. Und jetzt sehen Sie, was passiert, wenn man 650 Häuser in Serie misst. Und das hier, das sind dann Eigenleistungen in der Regel. Das heißt also, es bringt überhaupt nichts. Das ist ein Marketing-Gag, wenn ein Unternehmen sagt, ich habe ein Haus messen lassen, alle meine Häuser sind gesund. Das kann man sich einfach sparen. Und ich finde, das ist auch unseriös. Also in meiner Welt ist das unseriös. Es gibt zunehmende Zertifikate, viele werden sie kennen, da gehe ich jetzt auch nicht im Einzelnen drauf ein. Ich habe eben schon lauter Warnzettel da hinten gesehen, also gebe ich mal ein bisschen Gas. Was macht man idealerweise, das einfach ganz kurz zu erklären, was machen wir auch als Sentinel House Institut zusammen mit dem TÜV? Wir beraten als erstes, ob den Hersteller oder den Investor, was will ich strategisch erreichen? Welche Qualität für mein Produkt oder für mein Gebäude möchte ich erreichen? Welche Produkte gehen, welche Systeme gehen? Wie schreibe ich das richtig und rechtssicher aus? Wie wird es verarbeitet? Wie wird auf der Baustelle geschaut, dass es funktioniert? Und wer misst wann und wie und wo und womit?
kommt der mit der Wünschelrute um die Ecke oder misst er so, wie der Herr Groß das zum Beispiel macht? Der Herr Groß weiß zum Beispiel, wenn jemand wissen will, wie richtig gemessen wird, kann er einen Groß fragen, oder? Genau. So, und dann, wenn das Gebäude fertig ist, wir machen das auch für einen Hamburger Unternehmer, der baut so 120 Häuser, baut er da so durchschnittlich, oder? Ja. Dass wir jetzt neuerdings auch dann den Bauherren eine Liste geben, welche Reinigungsmittel, welche Pflegemittel, welche Modernisierungsmaterialien sind denn geeignet, wenn man das Kinderzimmer mal nachstreichen möchte, wenn man irgendwo mal was neu machen möchte oder sonst irgendwas, um auch eine Nachhaltigkeit damit reinzubringen. Das finden Sie in der Datenbank. Ich habe eben gesagt, es gibt ein paar gute Zertifikate, die müssten auch alle aktiv hinterlegt sein. Wenn Sie dann da drauf gehen, dann finden Sie direkt die Kriterien. Auch für unterschiedliche, zum Beispiel für die Möbel, das goldene M, für Bodenbelege, Teppiche, das GUT. Die sind herstellerinitiiert, aber sie sind momentan das Beste, was man in dem Bereich bekommen kann. Was wir auch regelmäßig machen, ist, wir machen Forschungsprojekte. Wir hatten ein Projekt gemacht, gesunde Bildungsstätten. Wir machen jetzt gerade ein Forschungsprojekt gesunder Holzbau. Gleichzeitig läuft ein Forschungsprojekt gesunde Arbeitsplätze, wo wir schauen, was muss in diesen jeweiligen Projekten berücksichtigt werden in Bezug auf Prozessmanagement, Produktmanagement, Qualitätsmanagement und vor allen Dingen im Bereich der Ausschreibung und Vergabe, dass man das Thema rechtssicher ausschreibt und vergibt. Und Sie können sich vorstellen, mein größter Kunde ist tatsächlich, sind die katholische Kirche, und aber auch die evangelische Kirche und auch das buddhistische Zentrum in Bayern wurde auch nach unserem Konzept gemacht. Sie sehen, ist gesundes Bauen ist konfessionsübergreifend möglich. Es ist bezahlbar und auch im sozialen Wohnungsbau haben wir es Gott sei Dank auch schon umgesetzt, weil gesundes Bauen darf nicht nur was sein für den Chefarzt und für den Rechtsanwalt. Also das finde ich, dann wäre meine Idee gescheitert, wenn das nur für die Besserverdienenden möglich ist. Deswegen freue ich mich auch sehr, wenn da jetzt solche Unternehmen, wie die 1000 oder 1500 Häuser im Jahr machen, wenn die das Thema umsetzen und das Thema da auch in den Markt hineinbringen. Das, was uns beschäftigen wird, wir machen auch im Mai, machen wir eine kleine Veranstaltung in Köln, beim TÜV Rheinland in der Akademie. Ich kriege Zeiten zwischendurch gezeigt, eine Minute habe ich jetzt noch. Das heißt, wir haben jetzt im Mai eine kurze Veranstaltung und im November machen wir einen großen Kongress im TÜV Rheinland, wo es um das EuGH-Urteil geht. Und wer sich zwischenzeitlich schon informieren will, der kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen und kriegt da die Informationen, die wir momentan zur Verfügung haben, dass man sich jetzt so schnell wie möglich schützen kann oder auch als Hersteller so schnell wie möglich aufstellen kann als Lösungspartner des Handwerks und auch der Architekten und Bauunternehmer, Investoren, um da letztlich so schnell wie möglich wieder einen rechtssicheren Rahmen hinzubekommen. So, ich wollte Ihnen einen Helikopterflug anbieten über das gesunde Bauen. Mehr kann man in so einer kurzen Zeit nicht machen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen zeigen, ein bisschen was von dem Thema zeigen, vielleicht auch ein bisschen dafür gewinnen. Fragen Sie nach, es ist ein wunderschönes Thema, es macht auch Spaß, sich mit Gesundheit in Innenräumen zu beschäftigen. Und Sie würden, also wenn Sie es ausprobieren, wie gesagt, wir gehen sehr stark auf die Expo Real und das sind ja hauptsächlich Investoren. Sie rennen offene Türen bei Investoren und bei Entscheidern ein, wenn man das Thema Gesundheit spielt. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Applaus